Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unser Antrag, den Hitler-Installateur Paul von Hindenburg von der Ehrenbürgerliste Berlins zu streichen, wurde am 19. Juni 2014 einstimmig, ich betone einstimmig, an den Kulturausschuss zur Beratung überwiesen. Eine sofortige Abstimmung lehnte damals Kollege Schneider, SPD, ab mit der Begründung, seine Fraktion habe sich, ich zitiere, eine abschließende Meinung zu diesem Vorgang noch nicht bilden können. Okay, Kollege Schneider ist neu in diesem Hause, da ist es gute parlamentarische Sitte, einen solchen Meinungsbildungsprozess zu ermöglichen. Nun denn, der Kulturausschuss sollte eine Beschlussempfehlung abgeben. Grundlage dafür ist unsere Geschäftsordnung, § 21, Aufgabe der Ausschüsse, Absatz 1. Ich zitiere, die Ausschüsse haben die von Ihnen vom Abgeordnetenhaus überwiesenen Vorlagen und Anträge für die Beschlussfassung im Abgeordnetenhaus vorzubereiten etc. pp. Ich wiederhole, die Ausschüsse haben vorzubereiten. Das ist keine Ermessensfrage, das ist eine imperativische Formulierung. So, nun liegt ein Bericht vor, ein Zwischenbericht mit einer Nullaussage, dieses Papier hier. Man kann auch durch, ich halte es ruhiger, man kann auch durch Verschweigen schwindeln und genau das geschieht hier. Dieser Zwischenbericht erklärt, dass der Kulturausschuss wie Wunder eine Liste unerledigter Themen habe und jetzt wortwörtlich, diese Liste wird sukzessive abgearbeitet, Punkt. Und genau dieser Punkt ist die unverschämte Lüge, weil es müsste eigentlich heißen, diese Liste wird sukzessive abgearbeitet, Komma und nicht Punkt, Komma mit Ausnahme des Antrages Paul von Hindenburg die Ehrenbürgerschaft abzuerkennen. Weil, hören Sie zu, die Koalition weigert sich seit Monaten, den Antrag auf die Tagesordnung zu setzen. Das heißt, die CDU weigert sich. Ganz konkret Ihr Sprecher Stefan Schlede, er erklärt, wir wollen nicht. Wir wollen überhaupt nicht darüber reden. Begründung, Herr Evers, Fehlanzeige. Absolute Fehlanzeige. Die SPD sagt lieber gar nichts. Frau Lange schweigt in dieser Frage, sozusagen eine getreue Vasallin der CDU, eine getreue Eckhardine, um im vertrauten deutschen nationalen Bild zu bleiben. Noch peinlicher ist das Verhalten des Ausschussvorsitzenden Herrn Jahnke, der sich beharrlich weigerte, den Auftrag des Plenums, ich wiederhole, den einstimmig gefassten Auftrag des Plenums auf die Tagesordnung zu setzen, auch dies ohne Angabe von Gründen. Nochmal zum Mitschreiben. Erstens. Eine Fraktion nimmt ihr verfassungsmäßig verbrieftes Recht wahr und stellt in einer Sachfrage einen Antrag an das Hohe Haus. Zweitens, dieses überweist diesen Antrag einstimmig an den zuständigen Fachausschuss zur Erarbeitung einer Beschlussempfehlung. Drittens, die Koalitionsmehrheit ist aber nicht bereit, den von ihr selbst mitbeschlossenen Auftrag zu erfüllen. Viertens, damit verhalten Sie sich verfassungswidrig. A. Sie beschneiden das Antragsrecht der Opposition. B. Sie ignorieren einen Parlamentsbeschluss. Und C. Sie machen deutlich, dass die guten parlamentarischen Sitten und Gepflogenheiten Sie überhaupt nicht interessieren. Damit. Ach so, man schiebt übrigens Überlastung vor. Man hat ja so entsetzlich viel zu tun und lässt nebenbei bemerkt eine turnusmäßig festgelegte Sitzung zu Beginn des Jahres einfach mal so ausfallen, weil man gerne den Weihnachtsurlaub eine Woche verlängern möchte. So, ja, ich zitiere noch mal Luther, von der Arbeit stirbt niemand. Herr Schlede, Frau Lange, Herr Jahnke. Damit befinden Sie sich mit diesem Vorgehen, ob Sie sich dessen bewusst sind oder nicht, durchaus in der Traditionslinie derer, die am 1. April 1933 den Herren Hindenburg und Hitler die Ehrenbürgerwürde verpassten. Die Stadtverordnetenversammlung, hören Sie zu, wurde bei dieser Abstimmung übrigens von zwei Fraktionen dominiert. Die KPD-Mandate waren am 20. März gestrichen worden, die der SPD folgten dann am 7. Juli übrigens. Ihre Vorgänger, das an die Adresse der SPD-Fraktion, hatten immerhin noch so viel Charakter, vor dieser Abstimmung den Saal zu verlassen. Die gingen. Ja, sind Sie sich eigentlich bewusst, Frau Lange, sind Sie sich bewusst, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und CDU, wessen Ungeist
Sie hierdurch aussitzen vor vermeintlichen Beschädigungen von links bewahren wollen. Sie verteidigen eine Beschlussfassung von NSDAP und DNVP, die wenig später auch in die NSDAP aufging. Und in der damaligen Plenardebatte, das liegt vor das Protokoll, erwies sich übrigens der DNVP-Fraktionsvorsitzende als noch üblerer Scharfmacher als sein NSDAP-Kollege, der spätere Kriegsverbrecher Julius Lippert. Wollen Sie deswegen nicht darüber reden, Herr Schlede? Haben Sie Furcht vor dem braunen Schatten der Vergangenheit auch Ihrer Partei? Immerhin haben 11 Abgeordnete des Zentrums, 11 Abgeordnete des Zentrums offensichtlich diesem Antrag von NSDAP und Deutschnationaler Volkspartei zugestimmt. Gut, Vergangenheitsdebatte ist das eine, aber zeigen Sie bitte wenigstens so viel politisches Format, die Regeln dieses Hauses hier einzuhalten. Wir fordern die Regeln dieses Hauses. Wir fordern die inhaltliche Debatte unseres Antrages. Lassen Sie das krakeln, dann können Sie diskutieren. Wir verlangen, dass er abgestimmt wird. Aus diesem Grunde beantragt die Fraktion Die Linke die Rücknahme der Ausschussüberweisung und die Behandlung dieses Antrages im Plenum dieses Hauses. Die Überweisung an den Kulturausschuss war ein Fehler. Dieser hat sich als unfähig erwiesen, damit umzugehen. Aber Fehler kann man korrigieren. Ich danke für die Aufmerksamkeit.